Weiter geht's mit der Tour de France, beziehungsweise wir starten eine neue Challenge. Wir spielen heute mal mit Marco Pantani, so ein bisschen zum Warmwerden. Entwickeln wir uns ein bisschen zurück. Wir gehen vom Bergwert 84 auf einen Bergwert 83 zurück. Die Zähigkeit ein bisschen geringer und wir fordern zum ersten Mal auch Jan Ullrich selber hinaus. Also jetzt werden wir gegen ihn kämpfen mit unserem Intermarché-Team, das natürlich auch in der Breite nicht ganz so stark ist. Bin mal gespannt, ich habe mir mal zwei Etappen rausgenommen, das ist einmal die Bergankunft nach La Plagne und dann eben die Ankunft oben auf dem Tourmalet. Da werden wir jetzt mit Marco Pantani reingehen, wir spielen wieder mit den Legenden gegen alle starken Fahrer der Historie und dann schauen wir mal, ob wir mit Marco Pantani ebenfalls ganz vorne bestehen können. Ich glaube es nicht, aber wir geben unser Bestes. Also los geht's, Albertville nach La Plagne. So, wir gehen rein in den ersten Berg der Ohr-Kategorie. Und wir sehen schon, es ist noch keine Ausreißergruppe weg. Es gab natürlich Versuche wegzukommen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Das Hauptfeld macht ein Tempo, das sieht man auch daran, wie Marco Pantani da schon den maximalen blauen Balken ein bisschen verloren hat. Das ist schon enorm. Die letzten Tage konnte ich jetzt nicht auf Kommentare eingehen. Ich versuche das dann heute Abend oder so wieder zu machen, weil mein neuer Job jetzt ja wie gesagt losgegangen ist und das ist natürlich dann jetzt schon auch mental nochmal ein bisschen anstrengend. Ich lese das alles durch, versuche es auch hier so ein bisschen umzusetzen, auch wenn jetzt keiner Marco Pantani genannt hatte. Ich werde jetzt gleich nochmal ein paar andere Challenges dann eben auch noch aufnehmen, damit wir dort auch weiterhin schön viel Content haben. Jetzt konzentrieren wir uns hier mal auf Marco Pantani. Ich muss mich auch umstellen, weil Marco Pantani dann eben doch nicht ganz so stark ist wie Ulle. Da reicht es nicht, in so einem Zweidrittel-Tempo ab und zu hinterher zu fahren. Da muss man schon ein bisschen mehr Energie verballern. So, da haben wir Bahamontes, Job Soutemelk. Das Legendenteam wieder in derselben Zusammenstellung. Generell alle Teams in derselben Zusammenstellung. Einziger Unterschied, dass direkt Energie, Total Energie, so heißen sie inzwischen, nicht mit am Start ist. Dafür aber das Team UAE mit Tadej Pogacar. Jetzt sind hier nur noch 47 Fahrer drin. Holy shit. Also, da sieht man schon, was die Stunde geschlagen hat. Und dann holen wir uns mal Zimmermann an die Seite von Marco Pantani. Ich glaube, hier hinten kann man schon fast sagen, Leute, das war's. Da können wir echt schon sagen, leichten Widerstand, leichten Widerstand. Ich hätte natürlich unser Team nochmal ändern können, hätte ich jetzt aber unfair gefunden, weil wir die anderen Teams ja auch nicht angepasst haben. Also da jetzt auch nicht alles auf Berg getrimmt. Wir haben Pozzo Vivo mit dabei, Zimmermann. Aber Pantani ist natürlich unser Go-To-Guy. Jetzt holen wir uns mal den sehr, sehr starken Zimmermann. Super Saison dieses Jahr bei der Tour de France für Louis Meintjes. Häufig einen super Job gemacht, ihn zur Gruppe gefahren und der hat dann Etappensieg, glaube ich, ja sogar geholt. Und kann man viel von erwarten, auch für sich selber. Ein paar sehr, sehr starke Ergebnisse. Also Zimmermann macht richtig Spaß. Wir fahren hier ziemlich am Ende der Gruppe. Tempo ist nach wie vor enorm hoch. Die Grenadiers sind da vorne am Start. Jetzt müssen wir doch auch mal aus dem Sattel gehen, weil sonst reißt da gleich eine Lücke. Alter Schwede. Sehr früh, sehr hohes Tempo. Die sprinten hier den kompletten Berg hoch. Ulle haben wir noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er das da vorne ist. Haben wir natürlich auch immer ein Auge drauf. Aber die fahren uns hier schon ziemlich platt. Ach stimmt, die blauen Gele. Ah, da hat man jetzt gesehen, dass man in der Kurve nicht mehr machen kann. Hätte ich auch schon längst mal geben sollen, ich Schlaufuchs. Bin echt ein bisschen am Träumen. Also ich bin gerade aufgestanden. Und habe jetzt vormittags tatsächlich ein bisschen Zeit, bevor ich dann später wieder lernen muss. Deswegen machen wir da jetzt schnell was. Aber das war natürlich ziemlich dämlich, hier die blauen Gele nicht früher zu verteilen. Also Teamchef gleich wieder noch im Tiefschlaf. Der Tiefschlaf-Teamchef. So, dann haben wir Bjarne Ries. Wo ist Ulle? Der müsste da vorne eigentlich direkt hinter Eddy Merckx sein. Das blaue Gel können wir hier jetzt auch schon mal ein bisschen nehmen. Upsa. Da kommt ja dann in der Abfahrt, nach der Abfahrt des Ohr-Kategorie-Berges, da geht es dann zur Verpflegungszone. Aber brutales Tempo, vorne ist jetzt gerade einer raus. Bradley Wiggins hat jetzt ja attackiert. Oder ist das für Lance Armstrong einfach mal eine Tempoverschärfung? Man weiß es nicht. So, hier ist jetzt alles sehr unübersichtlich. Ich muss durch, ich bin Arzt. Na, okay. Marco Pantani, obwohl er hat sich mit Medikamenten bestimmt gut ausgekannt. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt ein bisschen blaues Gel reinschmeißen. Wir holen uns Pozzo Vivo an die Seite. Zimmermann ist aber auch wieder da.
Airpods, so Vivo kriegt auch mal das blaue Gel. Also wie gesagt, das habe ich ein bisschen vermasselt. Wir hätten jetzt auf jeden Fall ein, zwei Fahrer noch mehr hier vorne drin haben können. Aber ob die es dann final hier rüber geschafft hätten über den ersten Ohr-Kategorie-Berg, ist dann noch die Frage. Roglic natürlich mit dabei, gestern schwer gestürzt bei der Vuelta. Große Diskussion, könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben. Oh, Tedesco ist entlassen. Bei RB Leipzig kam gerade die Meldung rein. Könnt ihr auch mal schreiben, was ihr von dieser 3 Kilometer Sturzgrenze haltet, beziehungsweise ja nicht nur Sturz, sondern auch Defektgrenze war es ja dann mit Remco Evenepoel. Da gibt es bestimmt viele Meinungen zu. Bin da auch so ein bisschen unschlüssig. Ich weiß nicht, ob das da Bike dann irgendwie kontrolliert wird. Wurde bei Evenepoel dann nachgeschaut, ob er wirklich einen Platten hatte oder wie oder was. Da bin ich mir unsicher, beziehungsweise ich weiß es einfach nicht. Aber ansonsten ist das natürlich schwer, wenn jeder da jetzt einen Platten faked in den letzten 3 Kilometern. Dann kommt er mit 3 Minuten Rückstand oder sowas ins Ziel. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur nachgelesen. Und spart natürlich dadurch ein bisschen Energie. Auch wenn er natürlich minimal Zeit verloren hat, aber trotzdem natürlich eine etwas schwierige Situation. Auf jeden Fall hitzige Diskussionen. Gibt es, glaube ich, auch viele Meinungen zu. Ich bin ja ein großer Freund der 3-Kilometer-Regel. Aber es darf natürlich nicht ausgenutzt werden. So, Rudi Altig vorne mit einer Tempoverschärfung für das Legendenteam. Vor uns haben wir jetzt auch gerade mit der 201 Ulle gesehen. Alexander Vinokurov, ja, Vinokurov, ohne zu treten, fährt er den Berg hoch, ganz stark. So, jetzt kommt wirklich nochmal die Tempoverschärfung. Es sind noch 35 Fahrer hier in der Gruppe, wir bleiben hier mal drauf. Das sind ja heute auch sehr, sehr hohe Berge nach La Plagne. Und auch der Col du Pré sieht mir nach einem 2000er aus. So, Thibaut Pinot ist, glaube ich, durch. Schauen wir mal, Pozzovivo noch gerade so irgendwie an unserer Seite. Wir nehmen mal rotes Gel. Also Tedesco zu Schalke und Marco Rose zu RB Leipzig. Ich glaube, kann man sagen, ist fix. Marco Rose wird so 100% Trainer bei RB Leipzig. Der hat ja auch eine RB-Vergangenheit. Von daher kann man da wirklich die Uhr nachstellen. Ich halte überhaupt nichts von Marco Rose. Ich glaube, dass er kein besonders guter Trainer ist. Immer eine ganz merkwürdige Ausstrahlung, auch in den Interviews. Keine Ahnung, warum er so geschätzt wird. Gladbach hat da gute Arbeit geleistet, keine Frage. Aber in Gladbach kann man auch gute Arbeit leisten. Also bin da so ein bisschen zwiegespalten bei Marco Rose. Da müsst ihr jetzt nichts zu in die Kommentare schreiben. Wir wollen ja keinen Fußball-Talk. Aber wie gesagt, Remco würde mich schon interessieren, was ihr davon haltet. So, 2 Kilometer sind es noch, die Gruppe Merckx, 24 Fahrer sind hier drin, einige sind schon ziemlich platt, wir bräuchten natürlich schon einen Helfer, aber wir sind jetzt isoliert, das ist aber auch die Challenge mit einem schwachen Team, dann mehr oder weniger alleine in den letzten Ohr-Kategorie-Berg reinzugehen gegen die Konkurrenz, das wird sehr, sehr schwer werden. Ich glaube, hier ist jetzt ein bisschen Tempo raus, die Situation ist klar, die Bergwertung ist uns egal, wir versuchen mit Pantani in die Top 10, in die Top 5 vielleicht zu fahren im Finale, aber jetzt ist, glaube ich, erstmal alles relativ safe. Los geht's mit dem Schlussanstieg nach La Plagne. Wenn man sich mal den maximalen blauen Balken anschaut, dann sieht man, wie hoch das Tempo hier auf dieser Etappe war und wie hoch das Tempo auch jetzt ist. Und wir haben keinen Helfer dabei. Wir werden heute so auf den Sack kriegen. Wir werden heute so dermaßen auf den Sack kriegen von der Konkurrenz. Versuche jetzt auch immer schon mal das blaue Gel ein bisschen zu nehmen. Wird uns aber jetzt auch nicht enorm viel bringen. Konkurrenz dann eben doch mit mehreren Helfern am Start, mit wahrscheinlich auch etwas mehr Talent in den Beinen als Marco Pantani, der zwar hier eine 83 am Berg hat und schon auch einen guten Zähigkeitswert, aber jetzt natürlich kein Ulle, kein Merckx und so weiter ist, auch kein Gino Bartali, der ja glaube ich hier die 85 sogar hat oder Fausto Coppi, ich weiß es gar nicht, einer der beiden hat die 85 am Berg vom Spiel mitbekommen. Jetzt versuchen wir mal hier so lange wie möglich dran zu bleiben und irgendwann müssen wir dann wieder in den Modus gehen, den wir gar nicht mehr kennen von Ulle, dass wir dann nämlich unser Tempo fahren. So, da vorne haben wir Andy Schleck, Roglic mit den Schleck-Brüdern, könnte man auch mal was machen. So, vorne Ineos mit Tempo, nehmen nochmal ein bisschen blaues Gel, 15 Kilometer noch bis oben hin und wir haben jetzt schon eigentlich nur noch ein Viertel des blauen Balkens. Da haben wir Ulle mit der 201. Tagesform natürlich jetzt auch nicht super bei Marco Pantani. Ich mache das an der Seite mal ganz kurz weg.
Ja, wir müssen hier fast voll durchdrücken, um dieses Tempo weiterhin mitzugehen. Da ist jetzt Bahamontes raus, der natürlich aber auch viel gearbeitet hat. So, vorne wird es wieder schneller durch Ineos. Und ja, Marco Pantani ist schon fast durch. Interesting. Wie brutal das hier ist und wie viel stärker die Konkurrenz dann doch auch ist. Die haben denselben harten Renntag in den Beinen. So, natürlich hier ein bisschen steiler, aber man kann trotzdem ein bisschen abkürzen. Verliert ein bisschen an Geschwindigkeit. Aber ich glaube, man macht mehr Meter gut, als wenn man da außen fährt. Joa, 13 Kilometer sind es noch. Bis oben hin und wir sind gleich durch. Nice. So habe ich es mir jetzt nicht vorgestellt. Die Challenge, die geht schon ein bisschen nach hinten los. Aber natürlich auch völlig ohne Helfer ist man dann hier am Berg hilflos. Ganz klar. Haben wir mal gesehen, wie wichtig das ist, ein gutes Team an der Seite zu haben. Natürlich, wie wichtig es ist, einen Spitzenfahrer zu haben. Da haben wir jetzt gerade nochmal kurz eine vorne von Laurent Fignon drauf bekommen. Alter Schwede. Romain Bardet fällt da gleich raus. Rudi Altig ist jetzt raus. Hängen hier gerade noch so am Ende der Gruppe. Tempo ist jetzt mal ein bisschen niedriger. Ne, die Legenden machen vorne gleich wieder Tempo. 11,7 Kilometer noch bis oben hin. Und die lassen da einfach auch nicht locker. Also der Zähigkeitswert bei Marco Pantani vielleicht auch nicht gut genug eingestellt, dass er hier mithalten könnte. Ausdauerwert müssten wir nochmal schauen. Ich habe es mir vorher eigentlich angeschaut und dachte mir auch, ja, ein 83er Bergwert, das müsste eigentlich schon passen. Da ist jetzt der nächste Ineos-Fahrer, der raus ist. Und wir sind jetzt auch gleich raus. Relativ früh sind noch 22 Fahrer hier drin und Marco Pantani ist raus. Also, so viel zu der Challenge. Da werden wir vorne auf jeden Fall nicht mal Top 5 oder Top 10. Und ich glaube, Ulle attackiert da gerade vorne. Da sehen wir, wie stark Ulle dann eben doch ist. Schauen wir mal, wo er dann im Endeffekt da rauskommt. Aber wir können jetzt hier mit Pantani eigentlich nur noch unser normales Tempo hochfahren. Die Gruppe vorne nimmt jetzt ein bisschen raus, aber kommen natürlich dann gleich die nächsten Attacken. Ich glaube, jetzt hat Eddy Merckx selber angegriffen. So, jetzt gibt es hier ein kleines Zeitfahren nach oben. Weiß nicht, ob wir das jetzt komplett mit reinnehmen oder gleich nochmal ein bisschen was rausschneiden. So, jetzt sind wir auch eingebrochen, weil ich nicht genau aufgepasst habe. Also ich glaube, das war's mit Marco Pantani. Das wird auf der Etappe zumindest nichts werden. Wir schauen mal, wie es dann oben ausschaut. Jetzt habe ich gerade echt ein bisschen geträumt. Und dann machen wir hier mal wieder die Steuerung rein. Und schauen mal, wo wir rauskommen und vor allem, wer die Etappe gewinnt. Das ist ja wahrscheinlich sogar noch spannender. So, die Spannung war jetzt eh nicht so zum Greifen, aber wir sehen oben Merckx vor Coppi und dahinter dann die Gruppe Armstrong, wo auch Ulle eigentlich mit dabei gewesen sein müsste. Bin heute echt ein bisschen verpeilt, habe jetzt gerade vorgespult und vorgespult und vorgespult und dachte mir, ach ja, 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 und dann war der letzte Kilometer schon. So, upsa, da müssen wir jetzt kurz nochmal ein bisschen aufpassen, bevor wir da den nächsten Einbruch erleiden, nehmen noch ein bisschen rotes Gel. Wir können höchstens vielleicht mal Richtung Ausreißergruppe gehen in der nächsten, auf der nächsten Etappe mit Marco Pantani, weil so wird das definitiv nichts mehr werden. Mit dem Gesamtsieg, da haben wir richtig eine auf den Sack bekommen. Aber da sieht man, wie gesagt, wie wichtig das Team ist. Wir haben auch nur einen Durchschnittswert von 82,3. Ulle hatte, glaube ich, einen von 84,1. Das ist dann doch eben schon eine Welt, die da dazwischen liegt. Und das Tempo war halt auch so hoch. Das war, glaube ich, das ganz, ganz große Problem für Marco Pantani. Wenn es jetzt nur der Schlussanstieg gewesen wäre, gar kein Ding, hätten wir locker gewuppt. Aber wenn dann eben so ein schnelles Tempo schon in der Ebene gefahren wird und auch dann am ersten Berg, dann fehlt es ihm da doch ein klein wenig an fast allem. Also Top 5, Top 10 war das Ziel. Das haben wir definitiv sehr, sehr meilenweit verpasst. Und jetzt schauen wir mal, wie das sich in der Gesamtwertung ganz genau verhält. Ja, das müssen wir uns nicht nochmal anschauen. Also so spannend war das nicht. Wir hätten jetzt nochmal das Replay von vorne anschauen können.
Nehme ich eigentlich auch immer ganz gerne für das Thumbnail. So, also Eddie Merckx holt sich den Sieg. Gesamtwertung holt er sich das rote Trikot. Punktewertung Simon Yates, Bergwertung. Und in der Nachwuchsfahrerwertung ist Ulle vorne. Wollte ich jetzt gerade sagen, sehr schön. Man hat sich schon so dran gewöhnt. Ulle dann auf der 3 mit 41 Sekunden Rückstand. Fausto Coppi auf der 2. Jacques Anquetil auf der 4. Bernard Hinault auf der 5. Und Pantani dann auf der 19 mit 5,26 Rückstand. Also das bedeutet für uns Ausreißergruppe nächste Etappe, oder? Da versuchen wir es jetzt nochmal mit Marco Pantani, El Pirata, Pirato, ich weiß es gar nicht mehr genau. Da versuchen wir es jetzt nochmal am Tourmalet. Da können wir gerade nochmal schnell auf das Profil schauen. Also 121 Kilometer den Tourmalet nach oben. Noch zwischendrin ein Berg der ersten Kategorie. Mal schauen, Ausreißergruppe, ob das Sinn macht oder ob wir die Kräfte dann doch für den Tourmalet sparen. So, wir gehen rein in den Col du Soulor. Das ist auch schon kriminell. Blaues Gel haben wir genommen. Wir sehen schon, der blaue Balken hat auch schon wieder circa ein Drittel abgenommen. Jacques Anquetil drückt uns da ein bisschen weg. Vorne eine Ausreißergruppe Evans. Wir sind relativ weit hinten gestartet. Bedeutet, ich habe gar nicht so richtig die Chance bekommen, mich da noch anzuschließen und habe mich dann auch dagegen entschieden, in die Ausreißergruppe zu gehen. Heute haben wir die blauen Gele ein bisschen früher genommen. Wir haben jetzt Louis Meintjes, den holen wir uns mal fix an die Seite bei uns, weil Alexander Christoph hier schon nicht mehr mitkommt. Lance Armstrong, Eddie Merckx im roten Trikot. Ich habe mal die Vuelta-Trikots jetzt hier mit reingenommen. So, Meintjes fährt vor uns. Meintjes, yes, 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 kennt man ja noch. Hat Heidi Klummer Werbung für ihn gemacht. 21 Fahrer vorne. Die Gruppe Cadel Evans, der bei unserer Tour mit Ulle, ich hasse es, ja auch mal zwischenzeitlich im Gesamtklassement eine Rolle gespielt hat. Eine Rolle. So, jetzt sind wir ein bisschen zurückgefallen und wir sehen schon, der blaue Balken ist jetzt schon wieder ziemlich angekratzt. Das sind wir nicht mehr gewöhnt. Dieses Mal haben wir, wie gesagt, noch Helfer mit Louis Meintjes, mit Pozzo Vivo an der Seite. Auch mit Zimmermann, der, glaube ich, hier noch mit drin hängt. Jo, so schaut's aus. Aber auch das sind natürlich alles keine Spitzenbergfahrer. Es wird also wirklich ein sehr, sehr enges Höschen. Heute würde ich gerne in die Top 10 fahren. Mit einer leicht besseren Tagesform sollte das vielleicht möglich sein. Kommt drauf an, was die Konkurrenz dann jetzt auch hier noch macht, beziehungsweise dann eben auch in den letzten Berg unten reinfährt. Der Tourmalet, sehr, sehr langer Anstieg, das wird schwer. Aber vielleicht hat ja heute auch jemand so ein bisschen seine Energie gestern schon verballert. Heute, gestern jemand... Och, Leute! Gut, ist jetzt nicht ganz so wild, aber es kostet natürlich immer wieder unnötig Energie und Kraft, hier hochzufahren. Normalerweise attackiert man dann ja einfach, dann wird man normalerweise auch nicht weggedrückt. So, dann geben wir mal rotes Gel, rotes Gel. Vorne haben wir die Milka-Kuh, Greg LeMond. Hätten lila Punkte sein müssen für den Gag. So, vorne sind jetzt alle schon drüber. Bergpunkte gibt es keine mehr zu holen. Also der Col du Soulor ist überwunden. Allerdings sieht man bei Marco Pantani, dass das ein ganz, ganz schweres, ein ganz, ganz dickes Brett ist, das wir hier zu bohren haben. Da wird es sehr kompliziert werden, auf der Etappe alleine in die Top 10 zu kommen. Und Gesamtwertung haben wir eh schon einen zu großen Rückstand. So, wir sind noch nicht mal richtig im Berg drin. Und trotzdem sind wir schon ziemlich durch. Unfassbar. Das Tempo war auch extrem hoch in der Ebene schon. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Pantani spürt das auch mehr als die Konkurrenz, die uns jetzt hier eh gleich wieder wegdrücken wird. Wenn jetzt einer denkt, ja, dann musst du halt weiter vorne fahren. Es kostet so unfassbar viel Energie, mit Marco Pantani nach vorne zu kommen. Gehen wir mal kurz aus dem Sattel. Es ist wirklich so schwer, mit Pantani da vorne überhaupt hinzukommen. Da müsste man so viel Energie aufwenden, dass es sich fast schon gar nicht mehr lohnt. So, Laurent Fignon mit der 71. Remco Evenepoel. Bin gespannt, ob er die Vuelta gewinnt oder ob er es noch abgibt. Alberto Contador hier mit dabei mit der 101. Bei uns Bergtrikotsieger gewesen. So, jetzt müssen wir schauen. Zimmermann ist noch an unserer Seite. Meintjes ist jetzt raus. Pozzo Vivo habe ich auch beschützen lassen.
Wir nehmen mal die blauen Gele. Ja, stimmt. Meint ihr es, dass der so früh jetzt raus ist? Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Kriegen alle mal die blauen Gele. Und auch Marco Pantani nimmt das jetzt mal final. Und es sind noch 16 Kilometer und wir sind jetzt schon wieder fast am Arsch. Also das wird auch heute nichts werden mit Marco Pantani. Ganz, ganz klar, dass das nichts wird. Dafür ist er einfach nicht gut genug. Das sehen wir hier. Dafür reicht das Energielevel nicht. Da wissen wir auch, warum er bei unserer Tour de France einfach gar keine Rolle gespielt hat. So, Andreas Klöden fährt da nach vorne. Akea haben wir mal kurz weggedrückt und zwar richtig übel. So, Quintana muss da jetzt auch kurz auf seinen Capitano warten. Tempo wird wieder höher. Mann, Mann, Mann. Also, dass wir mit Pantani so untergehen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ulle haben wir im weißen Trikot in einer ordentlichen Position in der Gesamtwertung. Aber jetzt auch nicht top. Vorne die Gruppe wird sich heute den Etappensieg, denke ich mal, nicht holen, weil hier hinten so geballert wird. Jetzt müssen wir wieder voll durchdrücken mit Marco Pantani, damit wir hier nicht rausfallen. Und es sind noch 57 Fahrer hier in der Gruppe. Auch der Abstand von Pantani zu Pozzovivo ist einfach nicht so groß, wie er eigentlich sein sollte. Vom Energielevel her. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass genau das nicht passiert. 13 Kilometer noch bis oben hin. Also ich weiß wirklich nicht, was man anders machen. Wir fahren das genauso wie mit Ulle. Wirklich haarklein, dass wir uns einen Helfer holen. Ja, nice, Pozzovivo. Super. Also das hat ja super funktioniert. Pozzovivo da jetzt abgehängt. Obwohl er eigentlich noch könnte. Was ist denn da jetzt passiert bei Pozzovivo? Ich da etwas falsch eingestellt gerade. Also das sieht nicht gut aus. 49 Fahrer noch drin. Pantani noch mit einem Viertel Energie. Trotz besserer Tagesform wird er auch heute wieder ganz, ganz früh weg sein. Also da hat man mit so einem Fahrer dann doch gar keine Chance gegen die Legenden. Das ist dann doch eine Nummer zu groß. Dann würde ich sagen, machen wir danach mal ein paar Challenges, auch mal wieder auf anderem Profil, vielleicht so Paris-Roubaix, dass man dort mal wieder reingeht. Vorne die Gruppe wird jetzt eingeholt. Das wird wieder came in like a wrecking ball, wenn die zurückfallen. 61 Fahrer. Vorne jetzt nochmal verzweifelte Attacken. Hier ist jetzt ein bisschen Tempo raus, aber keiner weiß so richtig, woran er gerade ist. Hier hätte man jetzt perfekt mit einem starken Fahrer eine Attacke reinsetzen können. Ja, danke, Alaphilippe. Nein, Gudi, bitte lass es doch einfach. Lass es doch einfach. Also, Tourmalet haben wir damals gewonnen, die Etappe mit Ulle, als wir mal die Challenges so ein bisschen angetestet haben. Da sind wir dann vom Hinterrad von Eddy Merckx auf den letzten Metern noch weg. Heute wird das definitiv nicht so passieren. Es sind halt einfach noch 52 Fahrer hier drin. Und wir sind platt. Es tut so weh. Es tut einfach so fucking weh. Aber natürlich auch mit einem schlechten Team an der Seite. Und wir können ja nicht noch langsamer fahren, sonst fliegen wir hinten raus. Jetzt zählen wir mal die Fahrer, die da hinten auch rausfallen. Treten schon ein paar schwer, sind natürlich auch einige aus der Ausreißergruppe jetzt hier mit zurückgekommen. Jo, wenn das Tempo so bleibt, dann können wir noch ein bisschen da bleiben. Wir sind ja auch gekommen, um zu bleiben. Wie ein perfekter Fleck. Aber wir bleiben nicht lange. So, jetzt ist Tempo raus. Dann kommt Lance Armstrong mit der Attacke. Da müssen jetzt auch alle mitgehen. Ulle würde gerne, aber wir blocken ihn weg. Richtig fies. Entschuldigung, Ulle. War keine Absicht. So, vorne jetzt die Gruppe der Favoriten. Ulle könnte, glaube ich, mit. Durfte aber nicht, weil er hinter uns eingeklemmt war. Und jetzt hat er niemanden zum Hinterherfahren. Cadel Evans geht hinterher, Roglic, aber auch nur so halbherzig. 8,1 Kilometer. Das ist jetzt, wie gesagt, keine gute Position für Jan Ullrich, auch für Bernard Hinault nicht.
Die Legenden werden jetzt nichts machen, weil ihr Kapitän vorne ist. Ulle muss selber hinterher. In keiner guten Position gewesen. Tempo hier hinten ist auch nicht sonderlich hoch. Ich weiß nicht, warum Ulle da jetzt nicht eine Attacke hinterher setzt. Entweder die Helfer holt, die er nicht mehr hat. Oder eben, dann muss er attackieren. Dann muss er hinterhergehen, wenn er stark genug ist. Alles andere würde einfach keinen Sinn machen. Eddie Merckx scheint aber unschlagbar zu sein. Hat sich da jetzt mit 4 Fahrern abgesetzt. Gino Bartali, Armstrong und Marc Soler. Ja, 4 Legenden. Ja, finde den Fehler. Also hier hinten scheint auch das Energielevel nicht deutlich höher zu sein. Hängen wir uns mal bei Cadel Evans dran, dann sparen wir da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Energie. Tempo ist ja konstant, was gerade hier hochgefahren wird. Da ist tatsächlich kein Helfer mehr von Ulle mit am Start. Also kein Klöden, kein Bjarne Riis. Das ist dann schon schwach vom Team Telekom. Da haben wir Greg LeMond. Thibaut Hinault. Bernard Hinault. So, Tempo. Ja, also heute können wir zumindest mit einer größeren Gruppe hier mal mitgehen. Ohne dass wir sofort drauf gehen. Eddie Merckx hat sich jetzt abgesetzt. 31 Sekunden vor der Gruppe um Armstrong. Marc Soler kann da nicht mithalten. Da ist Fausto Coppi, Armstrong und Bartali jetzt in der Verfolgung. Und wir sind hier mit 1,5 Minuten Rückstand mit Marco Pantani. Hängen uns mal an Miguel Indurain. Ja, weiß nicht. Ist nicht so meins. Ich glaube, so fahren wir einfach ein bisschen energiesparender. Wenn man so alleine unterwegs ist mit einem anderen Fahrer, dann kann man das schon mal machen, sich hinten dranhängen am Berg. Ansonsten bin ich, wie gesagt, absolut kein Freund von. So, Ulle, was los? Heute verlierst du die Rundfahrt, aber dicke. Ich glaube nicht mal, dass es daran lag, dass er nicht stark genug ist. Er hat einfach nur den richtigen Moment verpasst, dran zu bleiben. Und jetzt hat er keinen Helfer mehr und traut sich nicht, alleine hinterher zu gehen. David Goudil, Job Soetemelk. Miguel Indurain. Joa, also 3,6 Kilometer noch. Ist jetzt natürlich nicht spannungsgeladen hoch 90, was hier passiert. Aber deswegen machen wir ja auch die Challenges. Nicht um die Spannung rauszunehmen, sondern einfach um wieder in dieser Außenseiterrolle zu sein. Und dass die Außenseiterrolle bei Pantani so groß ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber man wird immer auch ein bisschen großkotzig, wenn man dann fast immer ja alles ein bisschen dominiert und gewinnt. Da ist das grüne Trikot. So, Tempo wird nochmal ein bisschen schneller. Miguel Indurain hat das nochmal verschärft da vorne. Zweieinhalb Kilometer noch. Eddie Merckx mit 53 Sekunden vor Fausto Coppi, dann Armstrong und Bartali. Und dann kommt diese Gruppe hier, die sich gut gefunden hat, sind allerdings auch noch 13 Fahrer drin. Wenn hier jetzt nochmal Attacken rausgehen sollten auf den letzten Kilometern, dann wird es schwer. Ich denke mal, die Legendenfahrer, die könnten eigentlich deutlich schneller. Also Jacques Anquetil könnte diese Gruppe hier wahrscheinlich zerstören, wenn er dürfte. Nero ist jetzt schon auf die Seite gefallen vor lauter Langeweile. So, es wurde, glaube ich, gefragt, was das da für eine Flagge ist. Das ist die baskische Flagge. Und jetzt kommen eben nochmal die Tempoverschärfungen. Aber schaut mal an, also Bernard Hinault heute mit keinem guten Tag. Auch Tadej Pogacar nimmt raus. Fahren das jetzt mal konstant hoch. Kommen wir davor. Ach, Ulle auch raus. Also Ulle heute auch mit keinem guten Tag. Der ist völlig zerstört. Da schauen wir mal auf die Tagesform, die er da heute hatte. Die letzten 800 Meter. Eigentlich ein ganz gutes Rennen heute von Marco Pantani, muss man sagen. Gerade auch, wenn er jetzt hier Ulle schlägt. Können wir mal ein bisschen schneller fahren. Dann sehen wir jetzt dann gleich das Ziel. Nehmen parallel mal das rote Gel, um da dagegen zu arbeiten. Gegen den Trend. So, da kommt jetzt nochmal Yates. Und dann zerbröselt es bei uns auch gleich den roten Balken. Mit dem Einbruch kommen wir ins Ziel. Wir schlagen Jan Ullrich. Finde ich jetzt okay. Also wir schlagen Jan Ullrich. Damit kann ich leben. Vorher war es, also natürlich habe ich mich nie gefreut, wenn Pantani Ullrich geschlagen hat.
Aber jetzt war das doch mal so ein schönes kleines Ziel nochmal für uns. Wir haben das Beste rausgeholt mit Marco Pantani. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es in der Gesamtwertung dann doch für uns hingeht. So Platz 15 vielleicht. Sollte noch drin gewesen sein. So, und dann gehe ich danach mal mit Nero eine kleine Runde. So, let's go. Da haben wir nochmal alles aus der Sicht von Marco Pantani, der da jetzt gleich zu Ulle vorne hinfährt. Mit Vinokurov auch am Hinterrad. Aber dass wir auch Bernard Hinault zum Beispiel geschlagen haben, das ist eigentlich schon richtig gut. So, da haben wir die zwei. Dann habe ich auch mein Thumbnail. Perfekt. Haben wir nochmal drauf geschaut. Also, da habe ich dann mein Bild für das Video. So, Eddy Merckx unschlagbar. Holt sich einfach alles bis auf die Nachwuchsfahrerwertung. Die holt sich der bereits Tote. Ich glaube, er ist tot, oder? Gino Bartali. Ich würde mal sagen, dass er tot ist. Wenn nicht, dann tut es mir leid. 9. Platz für Marco Pantani. 2,26 der Rückstand. Ulle verliert 2,36. Nero niest nochmal. Wir schauen auf die Gesamtwertung. Da ist es dann der 16. Platz für Marco Pantani. Eddy Merckx mit 1,47 vor Coppi. Dann Bartali, Anquetil und Ulle dann nur auf der 6 mit 3,33 Rückstand. Aber wie gesagt, ich glaube heute, ja, man sieht es auch an der Tagesform. Heute war einfach nicht sein Tag. Da war Pantani eigentlich ganz gut drauf und Ulle und Armstrong hatten da einfach nicht die besten Tagesformen. Punktewertung, Eddy Merckx, Bergwertung, Eddy Merckx. Der Kannibale schlägt wieder zu. Teamwertung sind wir nur auf der 13, auch logisch. Und dann würde ich sagen, war das mal die erste Challenge. Werden Sie erst an der Punktewertung? Achso, ja, da habe ich gar nicht drauf geachtet, aber ist ja auch wurscht. Also zwei gefahrene Etappen, 40 Erfahrungspunkte bekommen wir nochmal, ist inzwischen auch egal. Also das war die erste kleine Challenge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran und Marco Pantani war jetzt einfach mal so eine spontane Idee. Ich schaue jetzt gleich nochmal in die Kommentare und werde dann jetzt noch Challenges auswählen, die ihr auch mit in die Kommentare geschrieben habt und auch gerne hier weiterhin drunter schreiben dürft. Also, ich freue mich drauf, ich freue mich auf euch und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Gerne auch beim F1 Manager natürlich reinschauen. Der kommt jetzt auch so zumindest alle zwei Tage. Das ist immer recht aufwendig, da eine Folge aufzunehmen und durch den neuen Job ist halt auch ein bisschen weniger Zeit da. Also, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.